Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu einem kleinen Video. Heute mal ein kurzer Gedanke zum Thema Verkaufen oder Empfehlen. Und zwar soll es einfach darum gehen, wie du und dein Team, ja, wie ihr in Zukunft einfacher mehr verkaufen könnt. Ja? Und vielleicht hast du das schon erlebt, dass du in einem Sponsorgespräch sitzt und dann kam es irgendwie auf das Thema Verkauf und die Menschen sagen dann sofort, oh, ich kann nicht verkaufen, das ist nicht mein Ding und so weiter. Oder du hast die Aussage schon gehört, wir verkaufen nicht im Network Marketing, wir empfehlen weiter. Und das ist eine sehr spannende Aussage und da möchte ich mal ganz kurz drauf eingehen. Und zwar ist es ja so, wenn eine Ware, also die Aussage ist, wenn man es rein faktisch nimmt, ist sie ja eigentlich nicht ganz korrekt. Ja, ich sage eigentlich, weil eigentlich schon wieder ist richtig, aber lange Rede, kurzer Sinn, kommen wir auf den Punkt. Faktisch ist es ja so, wenn eine Ware, ja, oder eine Dienstleistung, ja, gegen Geld den Besitzer wechselt, dann ist es ja per se ein Verkauf. Ja, und deswegen ist es völlig egal, wie du das Ganze nennst. Das ist ja das, was wir tagtäglich tun. Ja, in unseren Geschäften wechseln Waren gegen Geld den Besitzer. Punkt. So, also ist es ja faktisch gesehen eigentlich verkaufen. Aber das Mindset hinter dem Wort empfehlen, ja, ist eine Sache, die bringt uns deutlich nach vorne, wenn wir die Stückzahlen, den Verkauf unserer Produkte dann, ich sag mal, erhöhen wollen. Und da möchte ich jetzt ganz kurz drauf eingehen. Du hast ja im Prinzip, oder es gibt im Prinzip, ich nenne es jetzt einfach mal so, zwei große Arten von Verkaufen. Ja? Das eine ist der aktiv und der argumentative Verkauf. Das ist die Art Verkauf, wo die Leute sagen, oh, kann ich nicht, will ich nicht, ja, weil sie da einfach ein ganz falsches Bild davon haben. Und das ist eigentlich auch die Art von Verkauf, die du in deinem Geschäft eigentlich, im Network-Marketing-Geschäft eigentlich nicht haben willst. Weil erstens ist es so, dass du, wenn du reines Verkaufen, sage ich mal, schulst, ja, dann werden auch nur die Menschen dann quasi überbleiben, die auch tatsächlich Verkäufer sind und gerne verkaufen. So, das ist jetzt per se nichts Schlechtes, wenn du eine Organisation mit lauter Verkäufern aufbauen willst, dann ist das auch in Ordnung so. Nur Verkauf ist ja auch immer nur Addition, ja, und das ist ja etwas, was du in deinem Geschäft nicht willst, sondern du willst ja in deinem Geschäft Duplikation und nicht Addition, ja, so. Und der zweite Grund, warum das nicht der richtige Weg ist im Network Marketing, ist einfach der, wenn du was Großes aufbauen willst, und das willst du ja in der Regel mit Network Marketing, ja, dann ist es ja so, dass du mit möglichst vielen Menschen, ja, eine einfache Sache so oft wie es geht tust, ja, also das, so baust du dann eben auch was Größeres auf. Und ja, und da kommen wir dann ins Spiel, da kommt das Thema Verkaufen dann ins Spiel. Wenn die Menschen das Gefühl haben, dass sie bei dir verkaufen müssen, ja, dann werden die meisten halt eben dazu nicht bereit sein. Das ist einfach so, weil die meisten Menschen eben halt nicht verkaufen wollen. Egal, was du jetzt unter Verkauf verstehst, in dem Moment, wo die Menschen das Gefühl haben, sie müssen was verkaufen, wird es dann einfach schwierig. So, und da hilft uns jetzt die zweite Art des, ich sag's mal, Verkaufens, deutlich mehr weiter. Das ist das Thema Weiterempfehlen. Ja? Und da finde ich die Aussage, wir verkaufen nicht, wir empfehlen, auch wieder richtig, weil es einfach besser zu unserem Geschäftsmodell passt. Und gebe ich dir gerne ein Beispiel. Also die erste Art, aktives Verkaufen, das ist der argumentative Verkauf, wo du permanent auf Menschen zugehst, ja, die vielleicht gar nicht an deinem Angebot interessiert sind, und du versuchst, die Menschen dann halt zu überzeugen, die Vorzüge deines Produktes ihnen darzustellen, dass sie dann vielleicht doch den Bedarf sehen. Beim Empfehlen ist es so, und da gebe ich dir jetzt einfach ein Beispiel. Nehmen wir mal an, du hast ein Produkt, was gegen Migräne hilft, ja, lindert deutlich die Schmerzen oder schaltet die Migräne komplett aus. Ist jetzt natürlich nur ein theoretisches Beispiel. So, und jetzt mal angenommen, du sprichst mit einer Person, ja, du warst auf irgendeinem Kongress oder auf irgendeiner Messe, wo es jetzt um das Thema ging, und neben dir steht jemand, der hat regelmäßig Migräne. Du kommst mit der Person ins Gespräch, ja, und fragst, was die Person jetzt hier so macht auf der Messe. Ist jetzt alles rein theoretisch, ja. Und die Person sagt, ja, sie hat regelmäßig Migräne und jetzt guckt sie halt hier, ob sie Hilfe kriegt. Und du sagst zu der Person, oh, schön, dass wir uns treffen, ich habe ein Medikament, beziehungsweise ein Mittel, ja,
was dir gegen Migräne hilft, hat schon bei vielen Millionen Menschen die Migräne komplett eliminiert und bei noch mehr Menschen zu deutlichen Schmerzlinderungen geführt. Glaubst du, dass du der Person das Produkt noch schmackhaft machen musst, dass du argumentieren musst, dass du erklären musst, was da drin ist? Wenn du jetzt zu der Person sagst, möchten Sie es mal gratis testen, dann wird die Person das in der Regel machen. Ja? Natürlich nicht jeder, weil es wird auch Personen geben, die fühlen sich im Problem wohl, ja? Und die haben für jede Lösung ein Problem. So, die gibt es natürlich auch, aber deine Chance, dass die Person das Ganze nutzt, ja, ist relativ wahrscheinlich. Und wenn sie die ersten Besserungen bemerkt, ja, wird sie bei dir das Produkt dann auch dementsprechend bestellen. So, das ist der Bereich Empfehlen. Ja? Und das ist die deutlich angenehmere Art, das Geschäft eben aufzubauen, weil das jeder machen kann. Wenn du jetzt heute im Strom- und Gasbereich tätig bist, ja, dann kannst du jeden einfach darauf ansprechen, hey, nutzt du Strom? Ja? Und wenn die Person sagt, ja, ja, dann kannst du einfach fragen, ist es für dich interessant, deine Energiekosten zu senken? So, wenn die Person Nein sagt, gut, ja, wenn sie Ja sagt, auch gut, ja. So, das heißt, wir sind hier nicht in der Argumentation, sondern wir können einfach unser eigenes Konsumverhalten, ja, können wir einfach auf andere übertragen und können sagen, hier, ich nutze das Mittel gegen Migräne, hilft dir garantiert auch, teste es mal aus. Und wenn die Person das ausgetestet hat, dann wird sie das Ganze dann dementsprechend sicherlich auch bestellen. Ja? Also du siehst, man kann das Geschäft auf die eine Art wie auf die andere Art betreiben. Nur ist die eine Art wesentlich angenehmer, weil du im Prinzip ganz klar weißt, wer ist deine Zielgruppe. Musst du dir halt mal Gedanken machen, wer ist deine Zielgruppe, wer sind deine idealen Kunden. Und so ist es auch mit den Geschäftspartnern. Wer ist dein idealer Geschäftspartner? Was müssen die Voraussetzungen mitbringen? Und dann kannst du dich auf diese Menschen auch konzentrieren. Und die Aufgabe, die wir dann jetzt nur noch haben, ist auszusortieren, ist zu selektieren, passt zur Zielgruppe, ist nicht Zielgruppe, ja, ist Zielgruppe, ist nicht Zielgruppe. So, und dann können wir ganz einfach nur unsere Empfehlung aussprechen und ja, und warten, was dann von der Person dementsprechend zurückkommt. Wenn natürlich noch Fragen da sind, helfen wir da gerne weiter, ja, aber es ist nicht die Notwendigkeit, dass wir erstmal Menschen kontaktieren müssen und die grundsätzlich erstmal von unserem Angebot überzeugen müssen. Ja? So, also das sind so die zwei Arten und deswegen finde ich das ein ganz, ganz spannendes Thema. Und wenn du und dein Team, schau da einfach mal in deine Teams rein, wenn du und dein Team deutlich mehr verkaufen wollt, dann schaut einfach, dass eure Arbeitsweise dahingehend einfacher ist, ja? dass ihr euch mehr auf das Weiterempfehlen der Produkte an die richtigen Menschen konzentriert und dann funktioniert es. Wir in unserem Team haben zum Beispiel ein automatisiertes System, was die ganze Informationsgeschichte übernimmt. Ja? Wir können uns einfach darauf konzentrieren, neue Interessenten, ja, in unseren Sales Funnel, ja, hineinzubringen, ja, und der Sales Funnel macht dann den Rest. Oder wenn wir mit den Menschen dann sprechen, dann haben wir vorinformierte Menschen, ja, und können dann einfach nur unsere Erfahrung weitergeben, unsere Empfehlung aussprechen und dann macht es die Person oder sie macht es halt dann eben nicht, ja, weil wir sind nicht im argumentativen Verkauf drin und das würde ich auch jedem empfehlen, sich da in unserem Business gar nicht reinzulassen, weil wenn du bei einem Kunden sitzt, ja, und eine halbe Stunde, ja, den Interessenten, ich sag mal, argumentativ bearbeitest, ja, der wird dann sogar bei dir Kunde und jetzt kommst du mit dem Geschäftsmodell um die Ecke und sagst, hey, bei uns kannst du doch auch Partner werden und ja, ist gar nicht so übel, ja, weil wir müssen auch gar nichts verkaufen, dann hat er ja die Erfahrung gemacht, dass du ihm jetzt eine halbe Stunde lang was verkauft hast und da brauchst du keine Worte mehr, sondern die Person sagt für sich, nee, das Geschäft, das mag ich so nicht machen, ja. Okay, wenn das Ganze für dich hilfreich war, natürlich geht es ja jetzt noch darum, wie kannst du es im Alltag umsetzen und so weiter, dazu habe ich dir unterhalb des Videos einen Link zu einem Blogartikel verlinkt, den ich erstellt habe. Dort gebe ich dir noch Tipps für die Umsetzung, für die Anwendung. Und ja, wenn das Ganze für dich näher interessant ist, klick einfach auf den Link, lies dir einen Blogartikel durch, siehst du nochmal, kannst nochmal nachlesen, was ich jetzt so im Video versucht habe zu erklären. Ja, ich hoffe, es kam auch verständlich rüber. Und genau, und kriegst noch zusätzliche Tipps, Strategien und so weiter mit an die Hand. Wenn das Ganze für dich hilfreich war, würde ich mich freuen, wenn du mir einen Daumen hoch gibst. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast,
einfach Kanal abonnieren, ja, dann verpasst du keine weiteren Videos. Ansonsten, wie gesagt, findest du alles weitere unten in der Beschreibung. Mich würden auch deine Erfahrungen zu dem Thema interessieren. Freue mich immer über einen Kommentar von dir. Schreib mir einfach. Freue mich, von dir zu lesen und mit dir in Austausch zu gehen. In diesem Sinne wünsche ich dir ja jetzt maximalen Erfolg. Alles, alles Gute und wir sehen, hören uns ja im nächsten Video. Bis dahin, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.